Hübschen, herzlich willkommen zu mal einem neuen Video von mir. Genau, ich sehe so tot aus, Mensch, ich habe richtig Farbe bekommen. Mein Pflaster gestern, das hat richtig mir die Farbe irgendwie rausgenommen. Keine Ahnung, sah auf jeden Fall aus, als wäre ich ein bisschen brauner geworden, obwohl ich echt nicht in der Sonne saß, was mir viel zu warm war. Ich wollte einfach anfangen, ein Make-up-Look mit euch zu schminken, einfach ein paar Sachen aus meinem Schminkkorb neu zu benutzen. Also ein paar Sachen habe ich ja noch gar nicht, einfach um zu testen. Und ich wollte für die Jennifer Schlosser, sie hat sich ein Tutorial gewünscht mit dieser wunderbaren Palette hier. Es ist die Glam Reflection Rose, glaube ich, heißt die. Sorry, dass ich euch so blende, so sieht die aus. Und ich muss sagen, das war eine super Alltagspalette. Ich habe sie garantiert 10 Tage lang jeden Tag rauf und runter benutzt und ich bin ja gar kein Typ eigentlich, immer ein und dieselbe Palette zu benutzen, aber da wusste ich, ich konnte mich einfach auf diese Farben verlassen. So sieht es vom Inhalt her aus und ich muss sagen, tolle, tolle, tolle Farbe und ich würde sagen, wir starten jetzt. Wir starten. So, wie gesagt, wir starten jetzt einfach. Ich hatte mir eben überlegt, ein Tutorial draus zu machen und einfach ein bisschen wieder rumzuschwätzen. Ich war so gehetzt, sage ich mal, ein bisschen die Videos zu machen. Nicht, dass es mir keinen Spaß gemacht hat, aber dann hatte ich so eine Flaute und keine Zeit. Also hatte ich das dann ja nicht mehr gemacht. Ich merke gerade, ich klebe. Oh, ich habe meinen Kaffee vergessen. So, Kaffee ist am Start. Ich trinke den gerade schwarz mit Zucker, einen Löffel Zucker in so einer XXL-Tasse, weil er schmeckt mir. Also ich mag diese Bohnen nicht. Ja, genau. Und ich dachte, ich mache einfach ein Tutorial draus und quatsch so ein bisschen und probiere ein paar neue Dinge aus. Ich denke, das passt ganz gut, weil ich nicht weiß, wann wir das nächste Mal dazu kommen. Ich benutze gerade mal ein Primer Spray und zwar ist das das von Catrice, das orangefarbene. Ich muss sagen, vom Duft her riecht das ein bisschen wie, ach, das riecht einfach wie freudig. Ich weiß es nicht, das gibt einen so einen frischen Kick, ja? Das ist wirklich Vitamin C und für die Seele auch irgendwie. Das macht einfach Spaß, das zu benutzen. Wie gesagt, ich war heute eigentlich den ganzen Tag ungeschminkt. Wir haben jetzt ungefähr 17 Uhr, also relativ spät. Ja, genau, relativ spät und ich bin gerade mal dabei hier alles. Ja, ich hatte einfach Lust, ein Video mit euch zu machen. Ich hatte keinen Bock, mich heute Morgen alleine zu schminken und auch zeittechnisch, weil eben der Kleine im Kindergarten, meine Große war bei einer Freundin den ganzen Tag, dann hat sie der Papa abgeholt und ja, das war irgendwie alles so. Ja, huschi huschi. Ich benutze Your Better Workproof Primer, den benutze ich zurzeit wirklich gerne. Nee, den benutze ich heute nicht, genau, weil ich einen neuen mit euch zusammen testen wollte, aber den benutze ich super gerne und zwar von Elf. Der sieht so aus. Ich habe keine Ahnung, was der machen soll. So, ich finde einfach, das sieht so edelschick aus. Würde die Schrift noch ein bisschen kleiner sein, würde man echt denken, der würde, was weiß ich, 30 € kosten. Ich finde, je schlichter Produkte sind, auch Klamotten. Ich habe keine Ahnung für Wasserlitform. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall trage ich mal an die Poren auf. Ich glaube, das ist ein Poren minimierender. Niki, mein Schatz, du kannst mir gerne mal sagen. Ich frage dich gleich mal, wenn ich fertig bin hier, was das für ein Primer ist, weil den haben wir vertauscht. Und ich habe mich ja geschnitten gehabt, das habe ich euch gesagt. Das war am Mittwoch, habe ich mich mit dieser scheiß Tasse geschnitten. Die Wunde ist ganz, ganz klein und ich habe mich genau dort getroffen und mein Daumen spüre ich immer noch nicht. Also hier unten ist es taub. Hier fängt dann wieder an. Also ich bin voll in den Nerv reingedatscht, ne? Also ich weiß es nicht. Wenn mich sich jemand umbringt, ja, und ich erklären müsste, dass ich an eine Tasse gestorben wäre, die würden mich ja für irre halten. Ja. Aber gut. Ich benutze mein Elf Foundation. So sieht die aus. Passend zum Primer. Ich habe keine Ahnung. Der macht schon ein schönes, schönes, weiches Gefühl auf den auf den Augen wollte ich sagen, auf dem Gesicht. Und dieser
Diese Foundation, boah, ich kann es nicht oft genug sagen, die stinkt bis zum Himmel und zurück. Wirklich bis zum Himmel und zurück. Und ich bin froh, wenn sie leer ist. Sie macht ein tolles Hautbild, wirklich. Gefällt mir fantastisch. Aber jeden Pinsel, den ich damit benutzt habe, das stinkt nach Lack. Das ist unglaublich. Dann benutze ich meinen Schwamm von Amber oder Ember. Keine Ahnung, wie es richtig heißt. Ich glaube Amber. Ich glaube, es hatte kein R. Amber? Keine Ahnung. Ich mag die Foundation wirklich. Die gibt mir eine gewisse Deckkraft, ist aber nicht zu pastig. Also genau irgendwie dazwischen. Wirklich, aber ich würde sie nicht nachkaufen, weil sie eben so ein stinkiges. Ja, weil sie so stinkig ist. Ganz einfach. Eine ganz, ganz stinkige. Oh, ich habe so viele Videoideen, um ehrlich zu sein. Ich bin wirklich sehr euphorisch und mache super gerne Videos, wenn ich Zeit halt habe. Ist ja klar, wenn man keine Zeit hat, dann passt es einfach nicht. Und ja, in letzter Zeit kommt nicht mehr so viel, weil ich nicht mehr so viel im Petto habe und nicht mehr so oft zum Schneiden komme, weil eben so schönes Wetter war und keine Ahnung was. Manchmal auch draußen, im Garten, Oma und Opa geholfen. Ja. Hast du ein neues Bild gemalt? Oh, zwei! Da kommt aber noch eine Farbe hin. Nur gelb. Keine andere. Versuch mal die Farbe zu mischen. Mach mal gelb und rot und guck mal, was da rauskommt. Vielleicht orange. Okay. Bist du fertig? Okay, dann leg's auf deinen Tisch. Hast du toll gemalt, Schatz. Wasserfarben. Ja, also ich muss sagen, wirklich, die Deckkraft ist nicht so, also sie ist schon hoch. Man kann erkennen, dass man meine Rötung eigentlich nicht sieht. Scheiße, ich wollte doch den Under Eye Brightener noch mit euch zusammen testen. Jetzt schmieren wir den einfach mal da oben drauf. Ich hoffe, ich komme mit meinem dicken Finger in den Pott. Nö. Okay. Ich komme mit dem Pott, mit diesem Make-up Revolution Pinsel, denke ich, ganz gut rein. Denn es ist so ein kleines Tiegelchen. Wirklich nicht. Oh, ich feiere diese Farbe, gell? Und trage mir da so minimal wie möglich erstmal auf. Okay, vielleicht war das ein bisschen zu wenig. Weil viele feiern den und ich wollte den einfach austesten. Es geht nicht darum, dass ich genauso sein will wie andere oder irgendwie sowas. Ich möchte mir einfach meine eigene Meinung zu Produkten bilden, die andere zum Beispiel gut finden oder auch sogar schlecht. Ich möchte nicht dann das Produkt hier für, ja, für irgendwie keine Chance geben. Ich möchte einfach gucken. Ja, also sieht das aufgehellt aus? Ich denke schon. Shieldguard, gell? Aber gerade ein bisschen so verunsichert. Das strahlt so ein bisschen, das gefällt mir ganz gut. Es hat so ein bisschen Leuchtkraft. Er ist sehr cremig, also hätte ich gar nicht so cremig erwartet. Aber gut, wenn der natürlich was ist und dieser kleine Tiegel irgendwann mal aufgebraucht ist, natürlich würde ich mir den größeren Tiegel holen, weil ich da einfach mit meinem Finger reindätschen kann und gut ist, statt den immer so aufzutragen, ne? Die, ja. Den Primer kann ich gar nicht mal so sagen, ob er irgendwas Großartiges gerade gemacht hat oder nicht. Keine Ahnung. Beim Muttermal muss ich auch immer drauf. Oh Gott, Hexenhaare wachsen mir da. Kennt das jemand, der Muttermale hat? Da wachsen irgendwann so Hexenhaare. Abartig. Wirklich abartig. Also, diese Make-up Revolution. Diese Make. Nee, Moment. Diese BH Cosmetics Palette. Glam Reflection. Absolute Liebe. Ich wollte sie unbedingt testen, weil ich war mir nicht sicher, ob ich doch so eine Nude-Palette überhaupt behalten möchte. Deswegen war sie überhaupt in meinem Schnürkorb. So war das gedacht. Weil ich gedacht habe, ja, brauchst du wirklich? Yes, Baby, ich brauche wirklich. Ich brauche sie. Auch wenn ich sie nicht wirklich brauche. Okay, jetzt wird es kritisch hier mit meinem Eye Primer. Jetzt ist er bam bam. Jetzt haben wir ihn zusammen aufgebraucht im Schminkkorb. In der Aufgebrauchtüte. Jetzt habe ich mich gestoßen. Und immer wenn ich mich mit dieser Hand irgendwie an dieser Fläche stoße, wo ich
nichts merke. Ich merke ja nur einen Druck, aber keinen Schmerz. Ich könnte auch reinkneifen, es tut nicht weh. Ich habe das mal ausprobiert mit der anderen Hand, da tut es aber weh. Und ich war mir dann, ey, ich war jetzt nicht beim Arzt, wo ich gedacht habe, nee, komm, was will der machen? Der schneidet mir bestimmt nicht die Hand auf und guckt da rein. Ich hoffe, ich kriege wieder Gefühl irgendwann rein. Und aber an dieser Wunde, da tut es weh, wenn man so drauf langt, ne? Da merkt man richtig so einen Stromschlag. Ja. Ist das jemandem schon passiert oder bin ich die Einzige? Einzige. So. Wir machen uns auch die Augenbrauen heute mal zusammen, also ein bisschen Full Face hier, ne? Wir haben ja hier tolle Schätze, tolle Schätze. Ich habe euch vergessen zu sagen, dass ich diesen Mini Hello Kitty Lipgloss von Colourpop in der Farbe gar nichts, weil ich es nicht sehe. Doch Lock Diary oder so. Diary, Diary. Keine Ahnung. So. Letzte Woche hatte ich noch einen Anspitzer, diese Woche habe ich wieder keinen. Ich habe keine Ahnung, wo die Dinge mal als verschwinden. Also irgendwie bin ich echt schon leid, meine Augenbrauen zu machen. Am liebsten hätte ich so ein Mikrobleeding. Aber ich wüsste nicht, ob ich damit so glücklich wäre. Wisst ihr, was ich meine? Weil wenn man sich schminkt, wenn man Foundation drauf macht, bleibt ja immer irgend so ein Rest. Und viele, wo ich auch persönlich kenne, die eine Tätowierung hatten oder auch ein Mikrobleeding oder Gott weiß was, am Schluss haben sie trotzdem ihre Augenbrauen gemalt. Ja, aber wofür brauche ich dann ein Mikrobleeding? Ja, wo ich so viel Schweineviel Geld ausgebe, wenn ich sie am Schluss doch eh male. Weil eben auch die ganzen Foundation-Reste ja drin bleiben und es sieht dann einfach nicht mehr so. Das sieht dann so angemalt aus. Wisst ihr, was ich meine? Also die Augenbrauen sieht man dann kaum so von der Foundation. Komm. Im Wohnzimmer? Hä? Ja, der Becker Under Eye Primer zum Beispiel, der kriecht schon leicht hier in die Fältchen. Was mich natürlich jetzt nicht so stört. Also, ich meine, die sind da. Ja, aber es ist jetzt nichts Störendes. Unter meinen Augen trage ich den Camouflage Concealer mal auf. Na, also muss gar nicht so viel sein. Und dann gehe ich mit den L'Oreal Too Match einfach hier so an die Stellen, wo ich gerne highlighten würde. Am liebsten wäre es mir, mit dem überhaupt nichts zu machen. Ich hatte den jetzt 24 Stunden offen und trotzdem stinkt er noch so. Also von daher nur da, nicht ganz nah am Augenbereich. Dann kann man den auch leer machen, weil ich möchte den ungerne weg. Ich schmeiße ungerne Sachen weg, aber schon immer. Irgendwann kriege ich dann Rappel und wirf alles aus. Ja. Aus Genervtheit weg, weil es eh nur rumfliegt. Doch, also den Primer von e.l.f., so First Impression mäßig, finde ich gar nicht mal so verkehrt. Die zwei Concealer in Kombination sind auch in Ordnung. Der eine ist nämlich so ein bisschen pastös und der andere ist eher so leichte Deckkraft mit Alkohol. Also irgendwie sehe ich so hell aus. Okay. Die Stirn. Eigentlich mache ich ungerne irgendwas an der Stirn, weil ich finde, da sieht man am ehesten, ob man Foundation drauf trägt oder nicht, weil es eben so eine große Fläche ist. Und ich meine, die Leute sind bei mir eher überrascht, wenn sie mich sehen, wenn ich ungeschminkt bin, als geschminkt, weil ich eben so oft weil ich so oft geschminkt eben in der Landschaft rumrenne. Ja, genau. Zum Setten benutzen wir dieses wunderbare Puder hier. Ja, ich benutze erstmal diesen, ja, Highlighter-Stick nicht. Nee, den möchte ich ungerne aufbrauchen eigentlich. Und ich versuche mir die Kontur nicht
in diesem Ding zu setzen, sondern etwas höher, weil ich das Gefühl habe, die Kontur rutscht eh einen Ticken runter. Also wenn ich das jetzt mit euch zusammen verblende, dann rutscht das ja eh schon so ein bisschen mit runter und ja, so reicht mir das eigentlich. So finde ich das toll, auch für den Alltag. Das mache ich des Öfteren tatsächlich mit diesen Konturierungssticks und dann einfach leicht abpudern. Und das funktioniert auch. Manchmal auch was an die Nase, aber heute nicht. So, das mache ich jetzt erstmal sauber hier. Ich benutze meinen Terra Naturi Pinsel. Ich finde das einfach der beste für unter die Augen. Der ist so, so weich. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Er hat so wenig gekostet und ist so, so wunderbar für unter eben die Augen. Ich liebe diesen Pinsel. Und für mein ganzes Gesicht benutze ich erstmal das MAC Puder hier. Das muss leer gehen. Das ist der Wahnsinn. Minions lässt grüßen. Das ist dieses NC. Das würde ich gar nicht erst kaufen. Wirklich nicht. Das ist so gelbstichig. Ich bin schon ein gelber Hauttyp. Wirklich gelb. Aber ich bin keine Pipi, die irgendwie 5 Tage nicht Pipi war. Ja, gut. Dann können wir nochmal bronzen. Ich bronze mit dem H&M Blush. Also, nee, Quatsch. Ich bronze mit. Hier stinkt es jetzt auf einmal nach Pipi. Sind wir. Spotlight Glow Powder Obsolent Bronze von H&M. Das ist ein Geschoss. Aber ich finde es cool, weil das so einen Schimmer hat. Und ich bin aber nicht für jeden Schimmer zu haben. Ich bin nicht für jeden Schimmer zu haben. Aber. Ich nehme mir so einen fluffigeren, ja, etwas festgebundenen, fluffigen Pinsel, bla bla bla. Und trage mir den auch ein bisschen auf. Ich hoffe, der wird nicht dreckig. Und gibt einen wunderschönen Glow ab. Oh ja. Mensch, ich will doch auch Sachen aussortieren, aber es geht nicht bei so tollen Sachen. Schaut mal, was für einen wunderschönen Glow es erzielt. Wirklich, man sieht gleich so, ich bin im Sommer. So fühle ich mich gerade. Total beknackt, aber so ist es. Man kann so ein bisschen die Stirn noch so minimal Glow erzeugen. Wirklich nicht viel. Nasenspitze. Und ich feiere das. Wunderschön. Ich dachte zuerst vielleicht dreckig, weil ich zeige euch das mal auf dem Pinsel. Das wirkt schon ziemlich dunkel und auch, ja, sieht irgendwie auf dem Pinsel ein bisschen dreckig aus, ist es aber auf dem Gesicht überhaupt nicht. Lässt sich super verblenden, sieht wunderschön aus. Danke, liebe Sarah. Oh, Sarah, ich danke dir. Du hast mir so viele tolle Sachen beschert. Beschenkt. Ja, irgendwie riecht das wirklich nach Urin gerade. Ich muss mal gucken, ob ich inkontinent geworden bin. Nee, ich war es nicht. Ich trage mir vom Make-up Revolution ein Strobe Highlighter auf in der Radiant Lights. Ich hatte die Palette, ich weiß nicht, ob ich sie aussortiert habe, weil ehrlich gesagt habe ich die Produkte nie gesehen. Also nie in der Pfanne gesehen. Bin mir nicht so sicher, ob das da. Seht ihr das? Ganz subtil und wunderschön. Gott, schon wieder ein Produkt, was ich mag, oder wie? Und ich finde, wenn man so einen bronzigen Look hat, das werde ich diesen Sommer auf jeden Fall wieder machen. So ein Jennifer Lopez, die wird ja so gehypt. Ich liebe Jennifer Lopez. Die ersten Lieder von ihr, Hammer. Hammer. Mittlerweile, ja. Früher war halt irgendwie alles besser. Damals, gell? Damals. So, wir brauchen gar kein Blush. Ich finde das schön, wenn es gebronzt ist. Wenn man ein bisschen Blush haben möchte, könnten wir auch welchen auftragen. Ich möchte jetzt mal. Ich benutze jetzt mal diesen Pot Rouge hier. Dream Matte Blush in der Farbe.
in der Farbe 040 oder 40. Schaut mal, so sieht das Deckelchen aus. Und ich gehe da einfach mit meinem Stippling Blush rein und versuche das mal aus, weil ich fand von der Konsistenz ja ganz merkwürdig, ja. Also irgendwie hat mir das überhaupt nicht zugesagt, weil ich fand, das war so silikonartig. Bin mir auch nicht sicher, ob ich die Foundation gerade mit abtrage. Ich mag den zu Eva Stippling Brush nicht. Ich versuche das mal mit dem von Terre Natori. Jetzt mache ich mir alle Pinsel dreckig wegen diesem Blush hier. Tatsächlich viel angenehmer aufzutragen. Also von der Größe her war mir der andere lieber. Aber ich stelle mir das für Mädels gut vor. Ich glaube, ich sortiere den Blush aus. Der geht. Nee. Ich bin ein Mädchen. Ich benutze immer, Gottverdammt nochmal Foundation, weil ich eben nicht die schönste Hautstruktur habe. Ich habe viele so wie, also Sommersprossen sind es, aber für mich sieht es schon mittlerweile aus wie Altersflecken. Nee, so weit sind wir noch nicht, aber bald nennt man das nämlich nicht mehr Sommersprossen, sondern Altersflecken. Und von daher, ja, trage ich sie damit ab, weil es so eine samtige Textur gibt. Also vorher hat es mir besser gefallen, jetzt sehe ich ein bisschen aus wie ein so kleines Mädchen. Ja, wir fangen an mit der Palette. Ich liebe diese Palette, nochmal zur Betonung, ich liebe diese Palette. Ich habe immer diese Palette benutzt in den letzten 2 Wochen, sage ich mal. Ich bin zum Beispiel in diese gelbe Farbe hier reingegangen. Das ist so ein, ja, so ein Ocker. So ein ganz, ganz helles Ocker. Und habe es mir erstmal so in die Lidfalte grob gegeben, um einfach einen Look zu starten, wo ich einfach besser verblenden kann. Weil ich ja keine so Transition Color, ne? So Anfangsfarbe halt. Damit man es besser verblenden kann. Je. Man muss halt wissen, in welcher Richtung. Man könnte auch diesen etwas, ja, beigen Ton nehmen, ne? Ich habe aber gerne mit dem einfach gestartet. Dann bin ich zum Beispiel super gerne auch. Wo ist jetzt den? Nee. So geht das nicht, meine Lieben. Kein einziger Pinsel hier. Dann bin ich zum Beispiel mit einem fluffigen Pinsel in diese wunderschöne Hell. Ja, das ist so eine sehr, sehr warme Farbe. Und habe mir das erstmal so in die Lidfalte gegeben. Es kann auch ruhig grob sein, muss gar nicht so fein sein. Denn das kann man wunderschön noch ausblenden. Und einfach wirklich, das war 10 Tage mindestens ein. Also immer mit natürlich verschiedenen Brauntönen. Diese grauen habe ich, den habe ich mal benutzt, aber diese hier habe ich gar nicht benutzt. Ich bin kein graues Mädchen. Ich finde, das sieht oftmals einfach nur dreckig aus und gefällt mir nicht. Und bei so kühlen Looks finde ich auch, lässt sich das nicht so schön ineinander blenden. Keine Ahnung, ob das dann Einbildung ist oder was das für eine Bildung ist. Aber ich finde das lang noch nicht so schön. Dann einfach einen fluffigen Pinsel verblenden und man kann, wenn man durch und fertig ist es, dann bin ich oftmals noch einfach mit einem etwas kleineren Pinsel, zum Beispiel so ein Pencil Brush, in die dunkelste Farbe reingegangen, habe mir einen Strich gezogen, einen Lidstrich, oder bin einfach hier so in das V gegangen. Ich habe jetzt keinen anderen Pinsel, ich mache das jetzt so. Ganz ehrlich, ich komme mit jedem Pinsel einfach klar. Also, natürlich hat man seine Liebsten, aber zur Not. Wie nennt man das? Zur Not frisst man auch Scheiße, oder? So, ja, einfach hier so ein bisschen dunkler werden lassen, dass so die Kanten. Ist einfach. Ja, es hört sich so bescheuert an. Einfach dunkler. Kleinen fluffigen Brush hier und einfach dies zu vertiefen. Und ich habe tatsächlich erst mit der hintersten Farbe angefangen, weil ich finde, man kann immer
dann irgendwie besser arbeiten, wenn nicht so viel Schwimmer auf dem Auge noch ist, weil da nicht so viel Pigment irgendwie runterfällt. Macht ja Sinn. Hat mir einfach besser gefallen, als wenn ich jetzt im Innenwinkel anfange, mir so ein Glitzer oder irgendwas aufzutragen. Ja, so Concealer mit Under Eye Primer. Also so, also das hat mir immer ganz gut so zugesagt. Dann bin ich nochmal in das, ja, warme Braun gegangen und habe so ein bisschen am unteren Wimpernkranz gearbeitet. Einfach nur, um die Farben nochmal zu wiederholen. Okay, gleich. Aber leise. Und habe einfach die Farben, die ich oben eben benutzt habe, einfach aufgegriffen und einfach nochmal, ja, so ein Spiegelbild einfach gegeben, was man halt immer sonst auch macht, ne? Dann wieder einfach, dieses einfach, es muss einfach mal gelöscht werden. Es ist schon, oh nein! Das ist ja doof. Ist kaputt gegangen. Mein Lidschatten. Ja, das ist einfach durchgebrochen. Das nervt mich so ein bisschen. Ich hasse es. Ja, es habe ich wieder repariert, Schatz. Da. Oh, du sagst es. So, und damit einfach wieder mit diesem Ockerton ausgeblendet. Dann bin ich mit einem so einen kleinen Pinselchen, ja, der ist jetzt vom Ebelin, aber es gibt ja verschiedene. Finger weg, die Krone. Aber vorsichtig, Schatz, das ist Glas nicht. Wenn das runterfällt, geht es kaputt. Das ist Porzellan. Das ist wie Glas, Schatz. Ein bisschen eben feucht und dann hier zum Beispiel in diesen weißen Ton reingegangen. Ja, und habe mir den einfach in den Innenwinkel gesetzt als Bäm. Ihr seht, wie es mein Auge aufreißt. So wie Streichhölzer drin. So fühlt sich das dann an, wenn man sich selber dann anschaut. Auf einmal so, wow. Dann in diesen Champagnerton. Und habe mir den einfach auf das bewegliche Lid hier so aufgetragen. Und ja, ausgesoftet. Sozusagen, bis ich dieses Dunkle aufgetragen habe. Das ist Naden. Faden und Nadel. Nee, das ist für, das ist zum Nähen, Schatz. Das geht noch nicht. Dann einfach mit dem fluffigen Pinsel, womit wir das etwas braune aufgetragen haben, einfach so drüber und ready wären wir. Also das ist ein easy peasy Look mit dieser Palette, wirklich. Ich habe mir, es ist nur ärgerlich, wenn dieser Beige-Ton wieder rausfällt. Ich komme mal näher und zeig's euch. Also wirklich, es ist ein Alltag, absoluter alltagstauglicher Look. Ich habe mir das so ein bisschen von einer YouTuberin abgeguckt, nicht wie sie geschminkt war. Mir haben einfach unglaublich ihre Augen so im Fokus gestanden. Es hat mir unglaublich gut gefallen, wie sie aussah. Und so bin ich so, habe mir dann selber so einen Look kreiert, wie sie es hatte. Ja, das benutze ich jetzt für den Eye Primer, Under Eye Primer diese Woche. Ja, was. Ein bisschen hier noch verblenden. Das unter den Augen muss ich wegfegen. Stört mich. Denn die Palette krümelt schon. Aber Jenny oder Jennifer benutzt diese Palette. Die ist wirklich ein totaler Alltagstraum. Man kann eben Glam-Make-up machen, ne? Und man kann einfach sagen, nee, heute habe ich keinen Bock. Schmier mir One-Shadow-Look.
Ich habe ein Smoky Eyes sozusagen gemacht, also etwas dunkler war ich. Ich habe den in der Lidfalte aufgetragen, den dann auf dem kompletten Lid, na? Und habe dann mir nur den hier, ich hoffe, ihr seht das, in den Augenwinkel gesetzt. Also drei Farben habe ich benutzt und habe so ein Smoky Eyes, ein alltagstaugliches Smoky Eyes geschminkt. Und es hat mir sehr gut gefallen. Ja. Genau. Lipgloss. Ich überlege gerade, ob ich noch mal meine Favoriten abdrehen soll. Heute ist nämlich schon der, ja, nächste Woche ist schon der 30. Oder der erste. Sonst bin ich wieder so spät dran. Wunderschöner Gloss in der Farbe 190. Addicted irgendwas. Addicting. Und ja, was mir immer wieder so fehlt, sind Lidstriche tatsächlich. Ich finde doch, das macht irgendwie das Auge noch perfekter. Als es, ja, also und rundet das Make-up ehrlich gesagt ab. Oder rundet das Make-up einfach, ja, rundet es ab. Oder wie weiß ich, auch wenn es nur kein Wing ist und nur so, ja, nur so ein bisschen. Ich finde, es macht doch irgendwie was. Mir gefällt es einfach besser. Punkt. Weißt du, was ich und der heiße Brei. Schwätzerei. Nee, nee, also es macht einfach das Augen-Make-up perfekter. Ja, es rundet es ab. So. Egal, ob es abrundet oder aufrundet. Auf. Und ich muss sagen, dieser Look gefällt mir. Ich überlege, ob ich morgen so arbeiten gehen soll. Am liebsten würde ich mich gar nicht erst abschminken heute Abend, was ich gestern getan habe. Meine Güte, Schande. Deswegen hatte ich keinen Bock, mich heute zu richten, weil ich mich erstmal abschminken musste. Und zeittechnisch hätte das einfach alles zu lange gedauert. Ich finde auch nicht, dass das Make-up so schön aussieht, wenn man sich erst das Gesicht so mit Reinigungsmittel gewaschen hat. Die Wimpern liegen dann nicht so, die Augen sind noch so empfindlich. Sieht irgendwie nicht so. Was sind denn eigentlich eure Lieblingsvideos? Meine zum Beispiel sind, ich gucke gar nicht so gerne Hauls wie Aufgebraucht-Videos oder Projekte oder auch Looks. Also ich lasse mich gerne von anderen Leuten einfach inspirieren und mache meinen Senf dazu. Und auch klar, Neuigkeiten, Sortimentsumstellungen gucke ich schon gerne an, aber es ist jetzt nicht so was, wo ich sage, ja, das muss unbedingt sein. Ja. Das sind meine liebsten Videos eigentlich. Und ja, aufgebraucht. DM-Hauls nicht so. Ich gucke es nicht so gern, weil es inspiriert einen doch zum Kaufen. Ich finde aber eher so, ja, alte Sachen, Vorstellungen einfach besser, weil würde ich jetzt jede Woche DM-Haul hochladen, müsstet ihr irgendwie das Gefühl haben, ihr müsstet das auch kaufen. Ich bin jetzt gerade einfach gerne am Aufbrauchen und ich möchte mir auch eigentlich ein Kaufverbot setzen. Im nächsten Monat, also den ganzen Mai, möchte ich nicht mehr als 50 Euro ausgeben, wenn überhaupt, für Schminke. Mal gucken, ob das klappt. Also ich setze mir immer mal wieder das Ziel, aber pff, ihr wisst ja Bescheid, ne? Ja, manchmal ist das, kommt das anders da. Ich hoffe, ihr wurdet auch von dem Look inspiriert. Liebe Jennifer, probier doch deine Palette bitte aus. Lern sie lieben. Nee, doch, lerne sie lieben, so rum. Und schaut mal, was ihr einen wunderschönen Look mit dieser Glam Reflection Palette. Ich rate euch nicht, die beim DM zu kaufen, weil viel zu überteuert. Immer online, da mindestens 25% gibt es auf diese Paletten. Und ja, absoluter Hingucker für den natürlichen Alltag. Glamour. Man kann, ja, auch ein bisschen Glitzer drauf toppen. Dann hat man ein Abend-Make-up, ja. Also wirklich, ich finde das super schön. So, ihr Lieben, jetzt höre ich mal auf zu schwätzen und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Ciao, ihr Lieben!